Rumsan, wir blicken auf 2 Jahre Pause quasi in Kambodscha zurück, 2 Jahre Pandemie. Jetzt geht's wieder los, so nach und nach. Wie waren denn so die letzten 2 Jahre für dich und deine Familie und deine Kollegen als Guide? Für mich und für meine Familie ist genauso wie die anderen Personen, andere Leute in Siem Reap, die Touristenstadt Siem Reap, dass wir haben arbeitslos. Ja? Und dann die meisten, sie versuchen zum anderen Job arbeiten, zum Beispiel als Arbeiter in Baukonstruktion oder als Farmer, und wie unsere Familien und meine Frau, also fliehen nach Siroville und bewegen nach Siroville im Süden und bepflanzen die Pilz für weiter Geld verdienen. Ja. Mhm. Ihr habt also sehr flexibel agieren müssen. Ja, wir müssen. Mhm. Sonst wir können nicht mehr also leben mit dem Tourismus, weil wegen Corona-Pandemie und machen die Tourismus kaputt. Mhm. Und es gibt keine Flugzeuge mehr landen in Angkor in Siem Reap. Ja. Jetzt hat sich die Lage gebessert. Seit dem 1. Januar kann man wieder im Land einreisen, ohne Quarantäne. Das verdanken wir auch der Impfung. Ihr seid alle geimpft? Ja, also die Impfungsstoff ist erreichen schon vor 10 Monaten, und dann so viel Prozent von der Bevölkerung haben schon geimpft, und die meisten sind schon, die zweite Impfung ist schon fast 100% von den Menschen so, schon geimpft. Deshalb wir haben keine Sorgen mehr mit den Infektionen von Coronavirus. Mhm. Ja. Pat, für dich war es glaube ich auch eine schwierige Zeit. Du bist unser Country Manager in Kambodscha. Wie hast du denn so die Zeit erlebt? Ja, also wie jeder weiß, wir sind seit über 20 Jahren, 25 Jahren in diesem Tourismusbranche tätig, und vor allem hier diese wichtige Einnahmequelle für Kambodscha. Und seit der Pandemie, jeder muss dann quasi flexibel sein und schauen nach, wie die Alternativen geben wird. Und wir hatten genauso sehr gekämpft, um weiter zu leben. Natürlich ist es ganz hart, aber jetzt kam die Licht mal langsam raus und wir blicken weiter in die Zukunft. Wie gesagt, in Kambodscha ist es schon ganz toll, dass, weil wir knapp 90% der Bevölkerung von 16 Millionen sind, ja, die Impfquote sind recht hoch. Also 90% sind wir geimpft. Bis, wie gesagt, 4-mal geimpft sind wir dann. Kambodscha hat geöffnet, haben wir angesprochen. Man muss nicht mehr in Quarantäne. Man muss ein paar Dinge beachten, wenn man einreist. Es ist sehr viel Papierkram, das man erledigen muss. Aber wenn man es dann erlebt hat oder gemacht hat, dann kann man das Land richtig schön bereisen. Man hat Maske, wenn viele Menschen unterwegs sind. Aber sonst erlebt man, glaube ich, auch gerade so Städten wie Angkor auf eine ganz besondere Art und Weise. Ja, also das ist heute, dass unsere Regierung erlaubt und hat unser Land wieder geöffnet. Und dann es gibt ein Programm Test and Go. Das ist sehr einfach für alles. Besucher, für internationale Besucher können einreisen ohne Probleme. Das ist nur ein paar Papiere überfüllen, das ist, können schon besuchen, schon Angkor Wat. Ja. Also ich habe selbst mitgemacht, die Einreise, es gibt Angenehmeres, es ist sehr viel Papierkram, aber wenn man es dann geschafft hat und wenn man es gemacht hat, dann erlebt man wirklich Kambodscha auf eine ganz, ganz besondere Art und Weise. Also ihr könnt auf der einen Seite nicht nur außergewöhnliche Erlebnisse jetzt in Kambodscha haben, sondern ihr könnt auch wirklich die Menschen vor Ort durch eure Reise unterstützen. So ist es ein Win-Win für alle, und ja, wir freuen uns auf viele Besucher